Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Herbert Herrmann, ich bin der Echterdinger Häuser-Spezialist. Ich helfe Immobilieneigentümer dabei, beim Verkauf die korrekte Maßnahme und Entscheidungen zu treffen. Ich stelle sicher, dass das Geld dann auch auf ihr Konto kommt und dass die ganze Sache dann auch definitiv und endgültig abgeschlossen ist, so dass nichts mehr hinterherkommt und dass Sie genau wissen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Ich nehme jetzt mal hier für Sie das Thema Vorkaufsrecht auseinander. Also, das Thema Vorkaufsrecht, das ist ja schnell mal ein hitziges. Das Vorkaufsrecht, das kann definiert werden als die Berechtigung, in einen Kaufvertrag bezüglich einer Sache einzusteigen, die zwischen einem Vorkaufsverpflichteten, in dem Fall der Veräußerer, und einem Dritten, also dem Erwerber, geschlossen wurde. Dabei ist für die praktische Ausübung von dem Vorkaufsrecht notwendig, dass gemäß dem § 463 BGB der Verkaufsfall eingetreten ist. Da drin steht, wer in Ansehung eines Gegenstandes zum Vorkauf berechtigt ist, der kann dann das Vorkaufsrecht ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand abgeschlossen hat. Das heißt also, der Vorkaufsberechtigte, der wartet, bis über die entsprechende Sache, an der, wo der ein Vorkaufsrecht hat, eben ein Kaufvertrag geschlossen worden ist. Und da springt er dann rein und prüft den Kaufvertrag. Und wenn er dann mit den Vereinbarungen in diesem Kaufvertrag drin einverstanden ist, dann schlägt er zu. Das heißt, er kauft zu den gleichen Bedingungen. Und der Originalkäufer, der hat die lange Nase und geht leer aus. Beispiel. Also der Veräußerer, Vorkaufsverpflichteter Fritz, schließt mit dem Erwerber Bernd, dem Drittkäufer, einen Kaufvertrag bezüglich seiner Wohnung ab. Danach, nachdem der Kaufvertrag abgeschlossen ist, muss er diese Notarurkunde erstmal seinem Mieter Karl, der wo seit 25 Jahren in der Wohnung drin wohnt und der ein Vorkaufsrecht hat, also ein Vorkaufsberechtigter ist, vorlegen. Der Karl kann dann den Vertrag prüfen und wenn er dann an besagter Wohnung zu genau den Bedingungen, die da in diesem Kaufvertrag drinstehen, interessiert ist, dann darf er die Wohnung zu den grundsätzlich gleichen Bedingungen, wie sie in dem Kaufvertrag drin sind, kaufen. Und der Bernd als ursprünglicher Käufer, der geht leer aus. Damit ist auch gleich erklärt, wer an so einem Vorkaufsrecht beteiligt ist. Nämlich einmal der Fritz als Vorkaufsverpflichteter, dann der Karl Nummer 2 als Vorkaufsberechtigter und Nummer 3 der Bernd als Drittkäufer bzw. der Originalerwerber. Das Ganze kommt aus dem juraforum.de. Der Vorkaufsberechtigte hat dann, nachdem der Verkäufer und der Erwerber den Notarvertrag abgeschlossen haben, eine Frist von 2 Monaten, in denen er diesen Vertrag prüfen kann und entscheiden, ob er einsteigen will oder nicht. Also ob er sein Vorkaufsrecht praktisch ausüben will. Das kann in der Praxis dann so aussehen. Der Herr und Frau Meier, das sind die Vorkaufsverpflichteten. Die verkaufen in Echterdingen eine Haushälfte, die nach altem württembergischen Recht geteilt ist. Der Keller von der Meiers ist unterhalb vom Wohnraum von Königs, nämlich die Nachbarn. Und im Königs sein Dachboden, seine Bühne, die ist oberhalb von Meiers ihrer Wohnung. Also hat der Herr König automatisch ein Vorkaufsrecht. Also der König, der Vorkaufsberechtigte, der ist vor dem Beginn von den ganzen Verkaufsaktivitäten gefragt worden. Also erstmal informiert und dann gefragt worden, ob er diesen Teil kaufen will. Der hat sich dann über dieses alte Haus ziemlich wichtig geäußert, hat jedes Interesse von sich gewiesen, hat aber nichts unterschreiben will. Der hat nur ziemlich urschwäbisch von der Alpe da geschwätzt. Also geht das Haus in Verkauf. Nach einiger Zeit werden Interessenten gefunden, die dann auch sagen, okay, mir will ich das Haus kaufen. Das ist der Herr und die Frau Pohl. Herr und Frau Pohl sind in dem Fall die Drittkäufer. Also der Notarvertrag wird abgeschlossen.
Der Herr König, der bekommt diesen Notarvertrag automatisch zur Prüfung und er hat 8 Wochen Frist. Der Herr König sagt immer noch, dass er nichts mit zu tun haben will. Und am letzten Tag der Frist, nach 1 Monat und 29 Tagen, da übt der Herr König sein Vorkaufsrecht aus. Da können Sie sich die Gesichter von der Beteiligten vorstellen. Und die Kosten für den Erwerber. Und der Herr König, der hat gelacht. Die Familie Pohl war natürlich mehr als enttäuscht. Und ganz arg schmerzt setzt die Verkäufer den Meyers, weil zwischen den Königs und den Meyers nämlich schon seit einigen Jahren so ein unterschwelliger Streit immer da war. Die haben immer ein bisschen so miteinander gehandelt. Jetzt ausgerechnet der König bekommen, wo sie das doch gar nicht gewählt haben. Aber so kann es laufen, wenn so ein Vorkaufsrecht besteht. Bei Grundstücksverkäufen, also da hat die jeweilige Gemeinde sowieso immer ein gesetzliches Vorkaufsrecht, sofern es praktisch ein berechtigtes öffentliches Interesse gibt an dem Grundstück und der Gemeinderat schon darüber befunden hat. Also die können das jetzt nicht, wenn man jetzt den Kaufvertrag macht, können die nicht sagen, oh hoppsa, man könnte vielleicht im halben Jahr da drei Interesse haben. Das muss dann bereits bestehen. Wenn Kindergartenneubau oder Straße oder sonst irgendwas gebaut wird oder aktuell vielleicht ein Flüchtlingsheim. Aber der Gemeinderat muss schon darüber befunden haben. Und das kann man auf jeden Fall schon im Vorfeld abklären. Da kann man auf der Gemeinde nachfragen und dann gebe ich die auch entsprechend Auskunft. Grundlegend ist ja bei der Notar, wenn Sie einen Notarvertrag machen, sowieso so, dass der Notar dann automatisch bei der Gemeinde diese Bescheinigung einholt über die Ausübung oder Nichtausübung von dem Vorkaufsrecht. Bei Privaten und bei allen anderen Vorkaufsberechtigten empfiehlt sich es auf jeden Fall schon im Vorfeld, also vor dem Verkauf, dass man genau prüft, inwieweit hier das Kaufinteresse besteht, also inwieweit diese Vorkaufsberechtigte dann auch tatsächlich dieses Recht ausüben möchte und eventuell die Immobilie kaufen. Wenn Sie das ausgelotet haben und da wissen, was Sache ist, dann können Sie Ihre Verkaufsstrategie entsprechend anpassen. Und Sie sparen sich einen Haufen Kosten und einen Haufen Ärger. Speziell bei Mietern mit dem Vorkaufsrecht, da ist es vorher echt gut, wenn man das wirklich abklärt. Sie bleiben dann von wilden Geschichten relativ verschont, wenn Sie das einfach vorher schon machen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema, wie gesagt, ich mache keine Rechtsberatung, aber ich kann Ihnen sagen, wie sowas in der Praxis aussieht. Zögern Sie nicht, fragen Sie mich, Sie können mir eine E-Mail schicken, können mich anrufen oder am allerliebsten ist mir es, wenn Sie in mein Büro vorbeikommen, gibt es einen Tee oder Kaffee und dann kann man über alles schwätzen. In diesem Sinne.